Dings, oder? Wunderbar. Ja, liebe Elisabeth, vielen, vielen Dank für die Einladung. Liebe Uli, du hast das gesagt. Wir waren das letzte Mal zusammen in Nördlingen und ich erinnere mich wirklich gerne an die Veranstaltung. War toll, da oben in diesem schönen Gebäude. Ja. Und da warst du noch nicht im Landtag und ich freue mich sehr, dass du heute hier vor mir gesprochen hast als Landtagskandidat. Und ich schätze deine Arbeit sehr im Landtag. Ich höre nur Gutes, dass du dich sehr engagierst und vor allem, dass du auch sehr bescheiden geblieben bist. Und ich weiß, dass du deine Zulagen auch zurückzahlst, also dass du das Geld nicht annimmst. Und das zeichnet die AfD aus, dass wir bei den Menschen geblieben sind, dass wir nicht abheben und dass wir mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Ja, also vielen, vielen Dank dafür. Ja, liebe Ute und lieber Martin, ihr seid heute hier in der gleichen Situation wie der Uli vor ein paar Monaten, ein paar Jahren. Ja, jetzt seid ihr die Kandidaten und ich bin sicher, dass wir das gemeinsam schaffen, dass ihr bei der nächsten Veranstaltung, wenn ich komme, dann hier redet schon als das, wo ihr jetzt kandidiert. Ja. Also, toi, toi, toi. Danke. Und ich habe vorher, Sie wissen das alle, ich habe vorher gefragt, was Sie interessiert. Also ich möchte da jetzt keinen trockenen Vortrag aus dem Bundestag halten. Ich habe gefragt, was sind die Themen, die Ihnen unter den Fingern brennen. Und das war Hanau, dann Thüringen, dann die unfaire Behandlung durch die Medien, die die AfD erfährt. Und hier Migrationspolitik, ja. Das hat alles schon Uli abgearbeitet. Jawohl. Ja, danke. Also ich werde es versuchen, in so 30 Minuten mal anzuschneiden und dann machen wir eine Diskussion, so wie das bei AfD ein guter Brauch ist. Sie können alles fragen, dann diskutieren wir miteinander. Ja, ob ihr könnt. Ja, Hanau. Das ist natürlich ein Thema, das die ganze Gesellschaft bewegt, seit zwei Tagen. Und was uns besonders betrifft, als AfD-Mitglieder und AfD-Fans, ist der unsägliche Versuch einiger Politiker der Altparteien und auch der Medien, Hand in Hand mit den etablierten Medien, diese schreckliche Tat irgendwie der AfD in die Schuhe zu schieben. Ja? Und das, obwohl wir damit nichts, aber wirklich nichts zu tun haben. Ja? Und wenn Sie sich das anschauen, wie diese Mechanismen funktionieren, also da hat man sogar versucht, ja, der junge Mann, der Attentäter, der ist irgendwo, hat studiert an der gleichen Uni wie die Alice Weidel. Ja, da muss man untersuchen, ob es da nicht vielleicht zu Kontakten gekommen ist. Ja? Ich meine, wie pervers ist das denn? Ja? An der Uni, da gibt es mehrere tausend Studenten, die meisten begegnen sich ja nicht mal auf dem Flur, aber da wird sofort eine Verbindung hergestellt. Dass sein Vater bei den Grünen Parteimitglied ist, das wurde nicht erwähnt. Ja? In meinen Augen, wenn man einen Vater bei den Grünen hatte, das ist schon eher ein Grund, mal vielleicht einen Dachschaden zu kriegen. Ja? Also das... Also das wäre schon näher liegen, ja, dass man dafür rückt. Im Bundestag sagst du. Ja. Naja, im Bundestag sage ich das öfters. Sie wissen ja, meine Scharmützel mit Frau Roth und sind ja schon berühmt. Ist ja alles dokumentiert. Also ich scheue das nicht, auch im Bundestag das auszusprechen. Und zuletzt habe ich den ehemaligen grünen Außenminister Josef A. Fischer auch so tituliert und naja, Sie können sich das auch wieder anschauen. Nein, aber jetzt zurück zu Thema Hanau. Der Täter ist psychisch krank, ist nachweislich irre. Ja? Uli, du hast das schon gesagt, nicht? Der will mit der Zeitmaschine zurückreisen und hört Stimmen und denkt, wir werden alle vom geheimen, ganz, ganz, ganz geheimen Geheimdienst überwacht und er seit seiner Geburt und der Geheimdienst ist noch geheimer als die CIA und so weiter und so fort. Also ganz eindeutig psychisch gestört und das ist kein Geheimnis. Also ich habe extra nachrecherchiert,
Es stand bei ZDF Online schon gestern um 8.32 Uhr, die haben es gebracht, ein Tweet von der Polizei. Die Polizei hat das um 8.17 Uhr getwittert und gesagt, seien Sie vorsichtig, verbreiten Sie nicht irgendwelche Theorien. Es gibt keinen Hinweis auf irgendeine Art Verbindung zu irgendwelchen Rechtsextremisten oder zu keinen Extremisten. Ja? Das ist ein Einzeltäter. Also die Medien wussten das. Jeder, der lesen kann, wusste das, konnte sich informieren. Und trotzdem haben unsäglich Politiker der SPD, aber auch der Grünen, sofort angefangen, uns, die AfD, damit in Verbindung zu bringen. Und das ZDF ist auch nicht ganz unschuldig, weil wenn Sie sich das anschauen, also das ist wirklich unglaublich. Die bringen online eine Meldung, in der ganz eindeutig steht, das ist ein Einzeltäter, er ist psychisch krank, es gibt keinerlei Hinweise auf einen politischen Hintergrund. Und drunter, heute können Sie dann nachschauen, was da drunter ist, das sind Videos von Fernsehsendungen, die auf ZDF gelaufen sind. Und die eine ist, das sind Nachrichten, Verdacht auf Terror, was ja schon Verschiebung ist in die politische Ecke. Das, und noch viel schlimmer, die Nachrichtensendung. Vieles deutet auf ein rechtsextremes Motiv hin. So arbeiten die öffentlich-rechtlichen Anstalten. Wieder besseres Wissen, ja, irgendwo online, im Text, schreiben Sie das, wie das ist. Und dann aber in den Fernsehnachrichten, in den meistgesehenen Nachrichten, da verbreiten sie diese Fakes, setzen das zwar in Anführungsstriche, weil das vielleicht ein Experte oder irgendjemand gesagt hat, nicht? Vieles deutet auf ein rechtsextremes Motiv hin. Und schwuppdiwupp ist das in der Welt. Und so wird das gemacht, auch mit diesen Anführungsstrichen, sehr, sehr oft und sehr gerne, dass man sich dann jemand einlädt und dann sagt so, ja, was meinen Sie denn nicht, Frau Hör? Du hättest wahrscheinlich was anderes gesagt, ja? Aber die wissen schon, wen sie einladen sollen, um entsprechende Aussagen zu kriegen und das wird dann gesendet. Und wir werden dazu oft gar nicht eingeladen und es wird gar nicht die Möglichkeit geben, Stellung zu beziehen in vielen, vielen Nachrichtensendungen. Ja? Und so werden diese Fake News, man muss das schon so nennen, so werden die Fake News verbreitet. Hier hatten wir auch noch zusätzlich erschwerend für die Öffentlich-Rechtlichen und für die Altparteienpolitiker die Tatsache, dass der Attentäter sich schon vor Wochen an den Generalstaatsanwalt, Bundesanwalt gewandt hat, hat einen Brief geschrieben, das heißt, der Staatsanwaltschaft war das bekannt. Die haben wochenlang vorher gewusst, was er plant und niemand hat eingegriffen. Man wusste, aus dem Brief war schon klar, der ist irre, da stimmt was nicht. Man konnte auch sehen, der hat legal Waffen. Das heißt, das Erste, was man in so einem Fall machen müsste, ist, man sagt, ziehen wir zumindest mal den Waffenschein ein, wir ziehen die Waffen ein, überprüfen mal, was da läuft. Nein, es ist nichts passiert. Das heißt, wir haben das hier mit einem Irren zu tun, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, mit einem totalen Versagen der Behörden. Aber was in den Medien diskutiert wird, ist, oh, die AfD kann dafür. Also mir ist nicht bekannt, dass der Generalanwalt von der AfD kommen wird. Nein, kommt er nicht, natürlich nicht. Ja? Und das ist der Mechanismus, der sich in den Medien immer wieder wiederholt. Wir werden im Laufe des Abends noch mehrfach drauf kommen, dass immer wieder abgelenkt wird vom Versagen der Regierenden. Wir sind die einzige echte Opposition hier in Deutschland. Wir sind die einzigen, die hier an keiner Regierung beteiligt sind und waren, die erst 2013 entstanden sind. Das heißt, wir kritisieren die Missstände, die es nachweislich gibt. Und die Altparteien wehren sich dagegen, nicht indem sie sagen, gut, dann lass uns das mal diskutieren. Ja, das ist ja auch so ein schöner Reflex. Das haben Sie vielleicht mal erlebt, dass Sie dann sagen, ja, die Rechtspopulisten, die haben gar keine Argumente, die muss man argumentativ stellen und so. Und ich sage, ja super, dann mach doch mal eine Podiumsdiskussion mit dem Bistro. Nein, 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 nein.
den Rechtspopulisten darf man keinen Raum geben. Ja? Und dann schließen sie uns plötzlich aus. Wir haben das in München, ich weiß nicht, wie das hier ist im Kommunalwahlkampf, aber in München haben die beschlossen, SPD, Grüne und Linke haben gesagt, wir gehen zu keiner Podiumsdiskussion, wo auch jemand von der AfD eingeladen wird. Ja? Also die scheuen uns wie der Teufel das Weihwasser. Was sie ums Verrecken nicht wollen, ist eben offen zu diskutieren. Warum? Ja, weil dann müssen sie erstmal zugeben, dass sie versagt haben. Das, was wir kritisieren, das ist ja alles belegt. Ja? Das heißt, man müsste ehrlicherweise erstmal zugeben, ja, das und das und das haben wir falsch gemacht. Und dann könnte man natürlich meinetwegen auch gemeinsam dazu kommen, wie beheben wir die Missstände. Und wir könnten darüber streiten, wie ist der Weg aus der Misere. Ja? Wir könnten sagen, ja, wir wollen links rumfahren, wir könnten sagen, wir wollen rechts rumfahren, das kann man alles diskutieren. Aber die Grundlage wäre erstmal das Zugeständnis des Versagens. Und das wollen sie nicht. Und deswegen fahren sie diese Taktik, dass sie mit uns A nicht diskutieren, dass sie überhaupt nicht auf die Argumente, auf die sachlichen Argumente eingehen und dass sie uns seit 2 Jahren systematisch in eine rechte, rechtsextreme Ecke reindrängen. Ich sage immer, das ist wie so ein Indianerreservat, wo sie uns einschließen wollen. Ja? Damit die Menschen Angst haben, überhaupt sich zu uns zu bekennen. Das ist nämlich die Stimmung in der Gesellschaft mittlerweile. Ja? Dass die Menschen derart eingeschüchtert sind, völlig rationale, völlig normale Argumente in die Diskussion zu werfen, weil wenn das dann den Stempel hat, ja, das ist von der AfD oder das ist rechts, dann ist das gleich rechtsextrem und dann hat man Angst. Ja? Das ist genau die gleiche Vorgehensweise wie beim Thema Klima. Ja, danke. So, und das haben Sie, das sind wir gleich beim zweiten Thema, das haben Sie erlebt bei der Wahl in Thüringen. Was ist da passiert? Das Parlament, die frei gewählten Abgeordneten, haben in einer freien, geheimen Wahl einen Ministerpräsidenten gewählt. Völlig legal, völlig legitim, völlig demokratisch. Ja? Die einzigen, die sauer waren die Wahlverlierer, die Loser, die Kommunisten, die Sozialisten und die Grünen, die vorher 5 Jahre lang regiert haben, die sich gedacht haben, sie werden jetzt auch wieder gewählt. Und ich weiß das aus Thüringen, ihr habt da gute Kontakte zu den Kollegen, die haben gesagt, die haben sich schon die Pöstchen schon wieder verteilt, die wussten schon, der kriegt das Ministerium, der kriegt da den Staatssekretär und der kriegt das Geld und jenes. Und auf einmal, patsch, ja, sind sie kalt erwischt worden. Das sieht man ja auch an den Gesichtern von Ramelow und Konzerten, wie sie da sitzen, wie begossene Pudel. Ja? Dann ist das innerhalb von Sekunden alles zusammengebrochen. Die wussten, oh, jetzt sind wir draußen. Manche von denen, die ganzen mit den abgebrochenen 2 Semestern Theaterwissenschaft und so, die wissen, oh, jetzt ist Hartz IV angesagt, ja? Weil die kennen nichts. Ja? So, also da stürzen richtig Existenzen zusammen. Ja? Und da brach dann der Hass ja auch durch. Sie haben das gesehen. Also die Frau, wie sie dem Kemmerich den Blumenstrauß vor die Füße geworfen hat. Ja? Und was dann losgetreten wurde, das ist auch ein Mechanismus, den Sie kennen als AfDler. Dann werden plötzlich Antifanten, Gewerkschaftsmitglieder und die Parteijugend und sonstige Taugenichtse geschickt zum Demonstrieren. Ja? Und dann standen da irgendwie 30 bis 50 Leute von dem Landtag und irgendwie weitere 30 Leute irgendwo anders. Schauen Sie sich die Videos an mit SPD-Fahnen oder mit Fahnen von den Grünen oder also wirklich Parteimitglieder, nachweislich. Und dann wird wieder vor allem in den Staatsmedien gesagt, tausende Bürger demonstrieren, sind empört. Ja, also, Entschuldigung, ich kenne keinen Bürger, der zu Hause eine SPD-Fahne an der Wand hängen hat und sie dann abhängen und demonstrieren geht, ja, bei Bedarf. Also man sieht ja diese Inszenierungen, dieses Durchorganisierte und vor allem auch die Verzahnung zwischen diesen Gruppen und den Medien, die absolut unkritisch diese
Das sind potjomkische Dörfer. Da wird irgendwas inszeniert, nur damit die Medien darüber berichten. Und die, anstatt das kritisch zu hinterfragen und zu sagen, ja, was ist denn das hier? Das sind die Wahlverlierer, ja, die das nicht verkraften können. Die schicken hier noch ein paar Leute mit der SPD-Fahne. Und das soll jetzt mal eine Demo sein. Nein, die sagen, oh, große Empörung, nicht? So wird so eine Stimmung aufgebaut, in der dann, und das war der Hammer, die Kanzlerin dann sagt, die Wahlen muss man rückgängig machen. Ja. Das müssen Sie sich vorstellen. Die Wahl muss man rückgängig, die muss rückgängig gemacht werden. Ja, Sozialismus, Kommunismus ist nichts dagegen. Also, ich habe da ja gelebt im Kommunismus. Also Wahlen rückgängig haben wir nicht gemacht. Da haben wir vorher ordentlich vorbereitet und dann gab es die Ergebnisse mit 99,9%. Ja. Aber das ist ein guter Hinweis. Jetzt mal überlegen Sie sich, was hier los wäre, ja, wenn in Russland irgendwo da hinterm Ural in unserem Bezirk eine Regionalwahl wäre und dann würde dann demokratisch irgendein Oppositionspolitiker gewinnen und der Putin würde sagen, oh, die Wahl müssen wir rückgängig machen. Ja, genau. Ja, das wäre hier der Sturm der Entrüstung, Sondersendungen würden laufen, Ende der Demokratie, Diktator Putin in Russland und so weiter und so fort. Ja? Bei uns sagt das die Kanzlerin so, dann wird so gemacht und dann fangen die Säuberungen an. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung musste gehen. Der wurde abgeschossen innerhalb von 2 Tagen. Warum? Weil er dem Kemmerich gratuliert hat. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, der ist der Ostbeauftragte. Das heißt, was ist sein Job? Wenn jemand in den Ostländern Ministerpräsident wird, ja, dann gratuliert er ihm vom Amts wegen. Das ist absolute Selbstverständlichkeit, ja. Anstand, das ist das, was man tut, ja. Der wurde abgeschossen, ja. Wir haben einen Bundespräsidenten, der mal dem iranischen Mullah-Regime zu 40 Jahre Revolution und Folter nicht gratuliert. Und wenn wir ihn dann kritisch darauf ansprechen, dann sagt er, ja, was wollt ihr? Das ist protokollarische Usance, nicht? Man muss ja immer zu Staatsfeiertagen jeden gratulieren, nicht? Da versteckt er sich hinter das Protokoll. Auf der anderen Stelle gratuliert er aber dem amerikanischen Staatspräsidenten nicht, wenn der gewählt wird. Ne? Da gilt das Protokoll wahrscheinlich nicht mehr, aber das ist nur mal so am Rande. Naja, also eigentlich passt das ganz gut rein, auch zu Thüringen, weil das zeigt, woran dieses Land krankt. Und Steinmeier ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Wir haben in den letzten 40 Jahren einen wahnsinnigen Shift nach links erlebt. Die Alt-68er haben es angekündigt und haben es leider auch sehr erfolgreich betrieben, diesen Marsch durch die Institutionen. Sie sitzen in allen Redaktionsstuben, sie sitzen in den Ministerien, sie sitzen in den Schulen, sie beeinflussen unsere Kinder, sie beeinflussen unsere Meinungen, sie sitzen oft jetzt auch in den Regierungen und sie missachten das, worauf dieses Land aufgebaut war, nämlich, dass man in dem Moment, wo man ein Minister ist, wo man ein Staatsamt hat, und vor allem der Bundespräsident, das ist das höchste Amt im Staat, dass man plötzlich der Diener des Staates ist und nicht mehr ein Parteisoldat. Ja, da hat die Staatsräson hinter dem Parteibuch zu stehen. Und die Linken, und dazu zähle ich die SPD, die Grünen, genauso wie die Linken, die Kommunisten auf Landesebene, die missachten das. Die betreiben knallhart ihre linke ideologische Politik weiter im Amt und die missbrauchen diese Ämter, um diese Parteipolitik durchzusetzen. Ja, und der Steinmeier ist das beste Beispiel dafür. Also
Wie kann man als deutscher Staatspräsident einem gewählten amerikanischen Präsidenten nicht gratulieren zur Inauguration, ihn sogar noch im Wahlkampf als Hasspredigung und was weiß ich noch zu beschimpfen, ja, also sich so parteiisch zu verhalten und dann auf der anderen Seite wirklich einem Terrorregime in Iran, Mullahs, die da Menschen umbringen lassen, jetzt im letzten Herbst 1500 Demonstranten einfach erschossen auf der Straße, das muss man sich vorstellen, denen gratuliert man. Ja? Also das ist ganz klar Parteipolitik. Und in Thüringen ist das genauso gewesen. Man hat den Ostbeauftragten abgeschossen, man hat den Kemmerich zum Rücktritt gezwungen, nicht? Das war Ministerpräsident für die kürzeste Zeit in der Geschichte der Bundesrepublik, nicht? Der hat die Rolle rückwärts gleich am nächsten Tag gemacht, weil auch die FDP-Führung eingeknickt ist. Ja? Möchte jemand was bestellen? Wir haben eine sehr charmante Bedienung. Und das Ganze ist ja nicht vom Himmel gefallen. Wir haben das schon einmal erlebt mit Hans-Georg Maaßen, mit dem Chef des Inlandgeheimdienstes, des Verfassungsschutzes. Das war noch ein Beamter, wie er sein soll. Der hat noch Rückgrat gehabt, der hat noch das gemacht, was ich vorhin gesagt hatte, der hat dem Staat gedient. Und es gab einen wahnsinnigen politischen Druck auf ihn, dass er die AfD unter Beobachtung stellt, dass er einzelne Politiker vom Verfassungsschutz beobachten lässt. Und hat immer gesagt, wir prüfen das. Es gibt überhaupt keine Gründe dafür. Ich mache das nicht. Die Partei ist demokratisch. Die Leute äußern sich nicht verfassungsfeindlich. Es ist alles sauber. Mein Amt wird das nicht machen. Ja, der musste gehen. Der musste gehen. Und warum? Weil er damals in Chemnitz gesagt hat, es gab keine Hetzjagd. Und in Chemnitz gab es wieder das gleiche Muster. Das gleiche Muster, was ich hier beschrieben habe. Da wurde eine Realität für die Medien geschaffen. Da hat ein Antifa-Account mit dem Namen Zeckenbiss ein Video gepostet auf YouTube. Was ein ganz, ganz kurzer Ausschnitt ist, wie da so zwei Leute ein paar Schritte hinlaufen. Wenn man das alles nachher sieht, dann schreit die Frau noch, Hasi, du bleibst hier, ja? Also, Hasi, du bleibst hier, ist eine Hetzjagd, ja? Weil der Mann da irgendwie zwei Schritte irgendjemandem hinterhergerannt ist, dann ist er stehen geblieben und die ganze Sache war vorbei, ja? Und es wurde aber trotzdem diese Lüge in die Welt gesetzt, da gab es Hetzjagden, da wurden Ausländer gejagt und gehetzt und so weiter und so fort, stimmte gar nicht. Und Maaßen hat gesagt, ja, also, ich bin hier der Chef vom Geheimdienst, wir haben das alles untersucht. Da gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte dafür. Übrigens hat das auch der Chef der Polizei in Chemnitz gesagt. Das hat auch der Ministerpräsident von Sachsen gesagt. Alle maßgeblichen Leute haben gesagt, ja, da gab es keine Hetzjagden. Und Maaßen musste gehen, weil die Altparteien den Geheimdienst instrumentalisieren wollen. Sie brauchen ihn, um die AfD unter Verfassungsschutzbeobachtung zu stellen. Sie brauchen da einen willigen Vollstrecker. Und den haben sie jetzt bekommen. Ja, das ist ein CDU-Parteisoldat, der das jetzt macht. Absolut auf Linie, der wird machen, was Merkel macht. Und deswegen kann ich es Ihnen jetzt schon sagen, vor der Bundestagswahl nächstes Jahr kommt garantiert irgend sowas in der Art, dass man sagt, ja, wir beobachten jetzt die AfD, der Verfassungsschutz beobachtet, keine Ahnung, den Flügel oder die junge Alternative oder beides oder sowas, aber das wird sicher kommen. Das ist unangenehm, kann ich Ihnen sagen. Ich bin selbst beobachtet worden vom Verfassungsschutz in Bayern und ich hätte es mir nicht träumen lassen, ja, weil das war wirklich, es war ungerechtfertigt, das weiß kaum jemand, dass ich dagegen geklagt habe. Ich habe damals auch eine Hausdurchsuchung gekriegt, die war auch unrechtmäßig, dagegen habe ich auch geklagt, habe alles gewonnen. Also die Behörden, denen wurde untersagt, dass sie das weiter verbreiten, dass sie mich beobachten. Das war illegal, das bei einer Pressekonferenz zu machen. Oh, ich bitte Sie, das müssen Sie sich anschauen, weil das ist eigentlich wirklich köstlich. Das sieht man, wie die arbeiten. Ja? Es war eine Pressekonferenz
die mit der AfD überhaupt nichts zu tun hatte. Es ging um den Verfassungsschutzbericht 2016 und in dem Bericht kommt die AfD gar nicht vor. Peter Bistron schon gar nicht. Und die Konferenz war schon fast durch und dann meldet sich da hinten so ein Journalist und sagt, oh, übrigens wird vielleicht Herr Bistron beobachtet. Ja, und dazu muss man wissen, der Journalist ist der beste Kumpel von dem Pressesprecher des Innenministers. Ja? Und dann fragt er so, ob der Herr Bistron beobachtet wird. Und da steht der Innenminister, das war der Herrmann, Joachim Herrmann, zufälligerweise damals Spitzenkandidat der CSU, also Listenplatz 1 für die Bundestagswahl, also mein direkter Konkurrent. Und der zuckt nur so mit dem Mundwinkel und sagt so, oh, diese Frage wird Herr Dr. Körner beantworten. Und Herr Dr. Körner ist der Chef des Bayerischen Verfassungsschutzes, zufälligerweise CSU-Mitglied und damit Parteikollege von Herrn Herrmann und sein direkter Untergebener, weil der Verfassungsschutz, der untersteht dem Innenministerium. Ja? Und Herr Dr. Körner antwortet auf diese ach so überraschende Frage eines Journalisten damit, dass er einen Ordner aufschlägt und vorliest. Ja, das ist so. Also deswegen sage ich, bitte schauen Sie sich das an auf Video, das ist Gott sei Dank dokumentiert. Es ist ganz, ganz großes Kino. Ja? Dann natürlich, und jetzt nochmal, der gleiche Mechanismus, Medien draufgesprungen, Bayerischer Rundfunk, Paukenschlag, Bistron wird beobachtet und so weiter und so fort, Diffamierung. Meine Tochter fährt zur Schule, da wird das sogar auf den Displays in der U-Bahn in München und sagt, Papa, du warst da im Fernsehen. Und so. Ja. Also das wurde dann alles sehr intensiv verbreitet, ein paar Wochen vor der Wahl, also mitten im Wahlkampf. Als ich die Gerichtsurteile gewonnen habe, dass die Hausdurchsuchung illegal war, dass die Behörden das gar nicht mehr verbreiten dürfen, das wurde zwar auch irgendwo veröffentlicht, auch vom Bayerischen Rundfunk. Ja, sie haben es veröffentlicht online. Aber wissen Sie wie? Dass mich 3 Tage später ein Journalist des Bayerischen Rundfunk angerufen hat und gefragt hat, Herr Bistron, wie läuft jetzt das Gerichtsverfahren gegen Sie? Wann ist mit einem Urteil zu rechnen? Ich sage, wollen Sie mich veräppeln? Das ist ja 3 Tage her, steht bei Ihnen auf der Webseite online. Und hat es nicht gefunden. Ja? So gut war das versteckt. Also so arbeiten die Medien und ich kann Ihnen nur sagen, machen Sie sich keine Sorgen, selbst wenn die Beobachtung kommt und sie wird kommen, das werden wir auch durchstehen. Ja? Sie sehen, ich stehe hier, ja? Gesünder und stärker denn je. Und genauso werden wir das auch als Partei durchstehen. Ja, warum? Weil wir Recht haben. Weil wir im Recht sind. Und die können diese dreckigen Tricks versuchen. Natürlich, es tut weh, klar. Das ist wie beim Fußball, wenn ihnen einer vor das Schienbein tritt, tut es weh. Ja. Und viele Menschen glauben das auch. Aber auf die Dauer können sie mit der Lüge nie gewinnen. Die Wahrheit setzt sich immer durch. Wir müssen nur stehen bleiben. Wir müssen es aushalten. Wir müssen zeigen, so wie Uli, wie Elisabeth, wir alle, dass wir bürgerlich sind, immer wieder dazu stehen, was wir machen, dass es das Richtige ist. Und ich möchte Ihnen das nochmal in Erinnerung rufen. Wir in Deutschland, wir leben hier in einer politischen Anomalie. Wir sind die Ausnahme in Europa. Hier ist die politische Mitte so weit nach links gerückt in den letzten 40 Jahren, das gibt es nirgendwo sonst. Die AfD, es wurde untersucht von der, ich glaube, von der Hans-Seidel-Stiftung oder Konrad-Adenauer, also CDU-CSU-Stiftung, und das sind jetzt keine Fanclubs der AfD. Die haben untersucht, wo steht die AfD auf diesem Links-Rechts-Schema, auf diesem politischen Spektrum. Und haben gesagt, die AfD steht auf dem Links-Rechts-Spektrum genau da, wo die CDU 1998 unter Helmut Kohl stand. Ja? Das heißt, in der Mitte, Mitte-Rechts. Ja? Der Rest hat sich aber mittlerweile so weit nach links verschoben, unter Merkel, gerade die CDU. Dass da an der Stelle
wo früher die CDU war, da ist eine Lücke entstanden, da war ein Vakuum. Und ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, 2013, deswegen ist das möglich gewesen, dass die AfD innerhalb von 5 Wochen sind 17.000 Menschen in eine Partei eingetreten, die es gar nicht gab, ja? Weil die sich alle nicht repräsentiert gefühlt haben, weil die gesagt haben, mich vertritt hier keiner. Die CDU ist nach links abgewandert und die FDP, die ist damals pulverisiert gewesen, die hat, ist rausgeflogen und haben sie noch Probleme gehabt wegen diesen unsäglichen Euro-Rettungsschirmen. Und dann haben die Leute gesagt, es gibt nichts, es gibt keine Partei, die mich vertritt. Und deswegen ist die AfD entstanden und deswegen hatte sie so... Oh, was haben Sie da? Carpaccio. Salat. Gut. Das sind Co-Referenten, die ich immer gerne zulasse. Und das können Sie immer jedem sagen, der Ihnen mit so einem blöden Gerede kommt, von wegen, ah, AfD ist rechts und blablabla. Wir stehen da, wo Helmut Kohls CDU 1998 stand. Und das war das Land, was auch alle im Ausland geschätzt haben und auch noch schätzen. Das ist das Land, von dem, wenn die Menschen im Ausland sprechen und sagen, ja, die Bundesrepublik ist doch so toll. Ja, die haben dieses Bild der Bundesrepublik in den 90ern, da war es noch toll. Wenn die wüssten, wie es hier heute zugeht, ja, da würden die ganz schnell wegrennen. Ich habe es heute in einem Interview für Russia Today International gesagt. Ich finde, die Bundesrepublik Deutschland ist mittlerweile ein Fall für die OSZE-Beobachtung bei den nächsten Wahlen. Ja. Und das meine ich nicht jetzt als rhetorischen Scherz, das meine ich absolut ernst. Absolut ernst. Wenn Sie sich das anschauen, da gibt es ein paar Punkte. Schauen Sie mal. Es gibt eine systematische Unterdrückung der Opposition. Wir werden zusammengeschlagen, unsere Häuser werden beschmiert, unsere Autos werden angezündet. Mir selbst ist das passiert. Die Scheibe am Auto ist eingeschlagen worden in einer Nacht, das Haus wurde beschmiert, der Weg von zu Hause bis zur Schule meiner Kinder ist in dieser Nacht mit Antifa-Aufklebern gepflastert worden. Ja, also ganz klare Einschüchterung, wo wir wissen, wo du wohnst, wir wissen, wo deine Kinder zur Schule gehen. Und das sind, das ist kein Einzelfall. Das passiert hunderte, tausende Male. Kollegen von mir im Bundestag sind zusammengeschlagen worden. Der Frank Magnitz in Bremen ist fast umgebracht worden bei einem Überfall. Uwe Junge in Rheinland-Pfalz, dem ist das Jochbein gebrochen worden und. Und da wird nie der Täter ermittelt. Und ich sage Ihnen, wie pervers das ist. Wissen Sie was? Ich bin jetzt kein Linksextremismus-Experte. Ich bin auch keiner, der diese Kreise frequentiert. Aber dadurch, dass ich das seit 2013 mache, ich kenne mittlerweile die Gesichter. Ich kenne die Pappenheimer von den Gegendemos. Ja? Das heißt, als die Polizei bei mir vor dem Haus stand, nach diesem Anschlag, da fragt mich der Polizist, ja, Herr Bistron, haben Sie was Verdächtiges gesehen? Sag ich, ja, habe ich. Bin an dem Tag morgens mit meinem Sohn zur Schule gegangen. Da standen zwei Gestalten von der Antifa in der Straße. Die wohnen hier nicht. Die haben hier nichts zu suchen. Haben wahrscheinlich die Gegend ausgekundschaftet. Ja, wie sahen die denn aus? Sag ich, ja, das Mädel kenne ich nicht. Blaue Haare, so und so alt. Aber den Typen kenne ich. Und dann habe ich ihn nur beschrieben. Haben gesagt, braune Haare, so und so, sah der aus. Da sagt der Polizist, ja, da weiß ich schon, wer das ist. Verstehen Sie, wenn ich den kenne schon von den Gegendemos, da muss doch der Polizist, der das seit ein paar Jahren macht und vom Staatsschutz ist und der anhand von ein paar Punkten schon sagt, ja, da weiß ich schon, wer das ist. Die wissen doch ganz genau, wer diese Leute sind. Und es wird trotzdem keiner verknackt. Und das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass es zugelassen wird, von den Regierenden zugelassen wird, wenn nicht gefördert wird, dass die Opposition hier so eingeschüchtert wird und unterdrückt wird. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Medien uns, die Staatsmedien, die hochgepäppelt werden mit 9 Milliarden Zwangsbeiträgen pro Jahr. Wissen Sie, was das ist? 9 Milliarden pro Jahr? Der kanadische öffentlich-rechtliche Rundfunk
Und der deckt ja viel größeres Sendegebiet ab als die Bundesrepublik Deutschland. Die machen auch ein Vollprogramm, das auch noch in drei Sprachen, weil die Französisch, Englisch und noch irgendwas für die Indianer oder Eskimos da machen, das decken die ab mit 900 Millionen Dollar. Ja? Und hier ARD, ZDF kassiert 9 Milliarden. Mir hat neulich jemand gesagt, das ist mehr als alle US-amerikanischen Sender zusammen haben. Ja? Diese geballte Macht wird dazu missbraucht, uns als Opposition die ganze Zeit in Diskredit zu bringen, uns zu diffamieren. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, wir haben systematische Wahlfälschungen. Und da sagen viele Leute, oh ja, das ist ja nicht so wild und hier und da mal ein paar Wahlzettel. Nein, lesen Sie sich das durch, schlagen Sie das nach. In der FAZ gab es einen ganzseitigen Artikel, wunderbare Zusammenfassung einer wissenschaftlichen Arbeit von einem Professor von der Uni Freiburg, der das alles nachgewiesen hat, der gesagt hat, die Wahlfälschungen sind wissenschaftlich signifikant. Das heißt, man kann nicht davon sprechen, das wären irgendwie Kleinigkeiten, Einzelfälle. Also es ist signifikant und es ist immer zum Nachteil der AfD. Und wenn Sie die drei Sachen zusammenzählen, dann sehen Sie, warum ich das ernst meine, dass wir wirklich in Richtung einer Bananenrepublik abgedriftet sind, die bei den Wahlen von der OSZE beobachtet werden muss. Ja, um das Thema Thüringen noch abzuschließen, ein schöner Beobachtung aus dem Bundestag, weil ich habe das ja live erlebt, wie da der Lindner eingeknickt ist. Ja. Also wie er da im versammelten Plenum da den Kotau gemacht hat und sich da entschuldigt hat und so. Also das ist 1A-Begräbnis für die FDP, ja, weil die jetzt Austritte kriegen, die kriegen von links natürlich die Watschen dafür, dass sie da jetzt mit der AfD abgestimmt haben. Und von rechts kriegen sie natürlich die Watschen, weil sie umgeknickt sind. Ja? Also die machen das keinem recht. Und wir haben uns dann lustig gemacht. Also ich habe dann sofort getwittert, Entschuldigung reicht nicht bei so einem schweren Vergehen, müsste mindestens ein Rücktritt erfolgen. Ja? Also das macht dann, bei Zeiten macht das auch Spaß, ja? wenn die Leute das so ein Kotau machen. Aber ich persönlich finde das wirklich schade, und dass der Kemmerich zurückgetreten ist, dass er eingeknickt ist. Ich meine, das ist ein Kerl, nicht so ein Berg vom Mann. Und da ist er gewählt worden für 5 Jahre. Der hat die Möglichkeit, eigentlich zum Helden dieses Landes zu werden. Wenn Sie sich vorstellen, der hat da diese Antrittsrede, da die 5 Minuten da gehabt. Und der hätte sagen können, so, ich bin gewählt worden für 5 Jahre. Wir haben hier endlich bürgerliche Mehrheiten. Und Bodo Ramelow und Kommunisten, Sie haben bis 18 Uhr Zeit, da räumen Sie das Büro und jetzt wird bürgerlich regiert. Ja? Aber das ist das, wovor die so eine Panik haben und auch deswegen diese aggressive Hetze, weil sich dann gezeigt hätte, dass man regieren kann mit den Stimmen der AfD, mit Unterstützung der AfD, dass man dann bürgerliche Politik macht, dass es funktioniert, dass das Land floriert und dass die ganze Hetze der letzten 2 Jahre, die ganzen Diffamierungen eben falsch sind. Und deswegen galt es, das um jeden Preis das zu verhindern. Deswegen war da der Druck so enorm groß. Deswegen hat die Merkel schon im Flugzeug, das haben uns die CDU erzählt, also die hat es ja erfahren im Anflug auf Südafrika, da ist im Flugzeug was explodiert, ja, da war richtig was los. Deswegen hat sie sich aus Südafrika dann zurückgemeldet, ja, und hat gesagt, das muss man rückgängig machen, weil das darf nicht sein. Ja. Was passiert, wenn die AfD dem Ramelow jetzt bei danke. Das ist nämlich Gauland hat das aus Scherz gesagt. Wirklich, ja, ich kenne ihn gut. Und da sagt er so, ja, das ist doch super. Dann wählen wir jetzt doch den Ramelow, weil dann kann er ja nicht das annehmen, weil er mit Stimmen der AfD.
Ja, aber selbst das, die sind so dünnhäutig, selbst das hat so, so wahnsinnigen Panikreaktion. Das war in dieser Sendung Anne Will, wo die Alice dabei war. Ja, die haben das so richtig ernsthaft. Der Gauland hat das gesagt und das darf man nicht. Und die sind da wirklich, die drehen da richtig durch. Und natürlich haben wir auch gesagt, ja, jetzt stimmen wir halt im Bundestag ab und zu mal für irgendwelche Vorschläge, bei denen wir nicht wollen, dass sie durchkommen, weil dann sagt man, ja, die sind mit Unterstützung der AfD gewählt worden. Also ist natürlich ist das völlig absurd, ja, völlig absurd. Man muss das ja auch sehen, wir haben im Bundestag, wir stimmen immer in der Sache. Also wir schauen wirklich nicht drauf, von wem kommt das, sondern wir gucken uns an, ist das sinnvoll? Und so passiert das oft, guten Appetit übrigens, dass wir mal, also oft stimmen wir mit der FDP zusammen, wenn es um innenpolitische Sachen geht, wenn es um Außenpolitik geht, zum Beispiel Ablehnung von Kriegseinsätzen oder Ablehnung der Sanktionen gegen Russland und da stimmen wir auch oft mit den Linken zusammen, obwohl wir sonst völlig unvereinbar sind. Ja? Manchmal stimmen wir sogar für irgendwelche Vorschläge von CDU oder SPD. Wenn es sinnvoll ist, dann stimmen wir einfach mal dafür. Ja? Und so muss man Politik machen und nicht nur durch Ausgrenzung oder durch blindes so, ja, da stimme ich jetzt nicht mit, weil das von dem oder dem wird. Also mir hat das Wahlergebnis Folgendes gesagt. In der CDU beherrschen die Herrschaften nicht einmal das kleine 1x1. Da brauchst du nicht einmal höhere Mathematik. Da brauchen nur 3 Stimmen für Ramelow sein und das ganze Theater wäre gar nicht. Aber da sind sie wieder zu stur dazu. Ja? Oder beherrschen sie die Rechnung nicht? Ich weiß es nicht. Das ist Schwupp. Ja? Dann wäre das Theater gar nicht gewesen. Ja doch, die beherrschen es alle. Ja, die haben auch gewusst, denke ich mal, was kommt. Und man muss ja eins sehen. Es gibt in der CDU nicht nur so Merkel-Klons und Verstrahlte. Ja. Da gibt es ja durchaus Menschen, die sich noch an die 90er erinnern können, die sich noch erinnern können, dass sie früher mal Mitglied in einer konservativen Partei waren und die sich das auch wünschen, dass die CDU wieder konservativ ist. Ja. Was ist das? Der Mann im Schwarz, hat er das bestellt? Stimmt das? Ja, dann. Kommen Sie hierher, das ist kürzer. Wie heißen Sie? Leila. Schönen Applaus für Leila, die macht das gut. Dankeschön. Warum zwingst du das alles? Und Leila, ich krieg noch einen Russen, ja? Ja. Danke. Wie kann John erweisen, ich kriege den. Jetzt habe ich aber den Faden verloren. Macht nichts. Ja. Hilf mir, was war das letzte? Ja, ich hätte mal eine Frage. Na, warte mal, das war schon wichtig. Ich wollte es mal. Fragen kommen gleich. CDU, ganz wichtig, weil das ist ja auch was aus dem Nähkästchen. Ne? Da kommen zu uns CDUler im Bundestag, das müssen Sie sich vorstellen, gerade als wir diese Diskussion um den Global Compact on Migration hatten, ja, und ich war da einer der profiliertesten Leute, ich habe da viel gemacht, auch Videos und so, da kommen die zu uns und sagen, ja, Bistron, bitte bringen Sie den Antrag ein, dass das diskutiert wird im Plenum, weil wir würden das Thema so gerne diskutieren, wir dürfen aber nicht. Wie verrückt ist das denn, ja? Und wir erleben das auch oft, dass die zu uns kommen und sagen, ja, gut gemacht und dies und blablabla. Das heißt, das sind natürlich noch Konservative in der CDU, die sich einen Umschwung wünschen. Und vor allem, und das wollte ich sagen, in den neuen Bundesländern, gerade Sachsen-CDU, die würden sofort, wenn die alleine wären, die würden sofort eine Koalition mit der AfD machen in Sachsen. Ja? Und in Thüringen ist das so halbe-halbe. Die haben auch normalen Kontakt zu den Kollegen. Die wissen auch, dass wir da als AfDler erstens völlig normale Menschen sind, zweitens bürgerlich konservativ denken, in vielen Punkten mit denen Schnittmengen haben. Das heißt, die würden von sich aus das gerne machen, die dürfen halt nicht. Ja? Trauen sich nicht. Ja. Und das hat sich jetzt gezeigt bei der Wahl. Ja? Das hat sich gezeigt. Die haben das für so einen kurzen Moment aufblitzen lassen und dann sind sie aber ganz schön
eingeordnet worden. Ja? So. Und, aber es ist ein Dammbruch. Es ist ein Dammbruch. Es ist einmal passiert und das kriegen die Regierenden, das kriegen auch die Linken nicht mehr wieder zurück. Man hat gesehen, man kann es einmal machen, klar, man muss das wieder einstampfen, aber das kriegen die nicht mehr zurück, weil es ist wieder die Rede von den bürgerlichen Mehrheiten. Und die haben versucht, das schon nach der Sachsenwahl, ich weiß nicht, vielleicht können Sie sich erinnern, da gab es eine Reporterin vom MDR, die hat doch nur in so einer Sendung so beiläufig gesagt, ach ja, war eine Auswertung der Wahl, und dann sagt sie so, ach so, rein rechnerisch wäre eine bürgerliche Mehrheit von CDU, AfD möglich. Wow. Dafür, dass sie gesagt hat, bürgerliche Mehrheit, da musste sie, der Sender hat sich dann offiziell entschuldigen müssen, ja, dafür, dass sie das gesagt hat. Also man versuchte das so einzustampfen. Und jetzt ist das durch. Und ich habe das nach der Diskussion im Bundestag, als wir das Thema Thüringen hatten und diesen Kotau von Lindner und das ganze andere Theater, sind wir raus und da stand der parlamentarische Geschäftsführer von der SPD und hat damit jemand diskutiert und sagt, ja, bürgerliche Mehrheit. Und da habe ich gewusst, wow, die Schlacht zwar verloren, aber eigentlich gewonnen, weil das ist genau das, was denen jetzt die Sorgen macht, das ist raus. Die Menschen sehen, da ist eine linke Mehrheit, sie unterdrückt die Demokratie. Hier wurde die Demokratie mit Füßen getreten, auf schäbigste Art und Weise. Und das wird auch noch pervertiert. Wenn Sie sich einfach mal den Vorgang anschauen, was ist passiert? Okay, die Linke hat gewonnen, aber, also sie haben Anspruch darauf, eine Regierung zu bilden, aber sie kriegen keine Mehrheit zusammen. Der Ramelow hat keine Mehrheit zusammengekriegt, weil die SPD und Grüne mit denen zusammen nicht die Mehrheit haben. Und die CDU wollte nicht, die AfD wollte auch nicht und FDP auch nicht. So. Und dann ist in jedem normalen Parlament der Zweite dran. Und die zweitstärkste Partei ist die AfD. Also wären wir dann dran, eine Regierung zu bilden. Das wollen die alle verhindern. So. Und nur so kam es dann halt zu dieser Abstimmung, wo halt die FDP mit 5% dann plötzlich einen Ministerpräsidenten hatte. Aber mit einer Mehrheit. Ja? Und das haben die nicht verkraftet. Deswegen bleiben Sie dran, bleiben Sie an den Fernsehern, bleiben Sie an den Zeitungen, bleiben Sie hier, beobachten Sie das weiter, weil es wird noch sehr viel Spaß bereiten, trotz der Schläge, die wir dabei einstecken müssen. So, Sie wollten über die Migrationspolitik reden. Ja? Dann haben wir den Medien, hatten wir schon, also vierten Punkt, Migrationspolitik. Das ist so eine lustige Sache. Es hieß ja von Anfang an, die AfD, das ist eine Partei, die hat immer nur ein Thema. 2013 hieß es, oh, die Rechtspopulisten, die haben nur ein Thema, das ist der Euro. Ab 2015 heißt es, oh, die Rechtspopulisten, die haben immer nur ein Thema, das ist die Migration. Also für mich sind es schon zwei Themen, ja, aber offensichtlich können die Leute nicht bis zwei zählen, die das erzählen. Ja. Und wir haben ein Parteiprogramm, das hat über 100 Seiten, also wir decken ja alle Themen ab. Aber die Migration ist natürlich das Kernthema, von dem wir auch die Argumentation für die anderen Themen natürlich herleiten, weil das auch viele andere Themen betrifft. Ja? So, und hier ist mein Russe, danke. Von wegen, wir wären fremdenfeindlich, nicht? Ich trinke nur Russen. Also Prost. Also nichts mit Cola, weil das wäre dann rassistisch, ne? Ich will das jetzt mal kurz auf die, weil wir Kommunalwahlen haben und viele Menschen sagen auch, ja, jetzt ist Kommunalwahl und das hat ja mit eurem einen Thema, ihr habt ja nur ein Thema, Migration, in den Kommunalwahlen, wir haben hier andere Themen, Umgehungsstraße und so, und das hat mit Migration überhaupt nichts zu tun. Warum sollte ich euch wählen? Ja, ich will Ihnen einfach mal 3, 4 Punkte sagen, wo es ganz klar wird, dass es sehr wohl mit kommunalen Themen zu tun hat. Erstens, Gesundheitssystem. Haben Sie mal im Krankenhaus vorbeigeschaut? Uli, du kannst ja viel mehr erzählen als ich. Also ich mache das ja in aller Kürze. Wir haben hier eine dramatische Verschlechterung der Versorgung durch die Überlastung in den Krankenhäusern. Und zusätzlich haben wir auch, und das ist noch dramatischer, wir haben hier
gestiegene Übergriffe auf das, auf die Ärzte, auf die Krankenpfleger durch die Migranten. Das ist ein Aggressionsgrad, der sich da aufstaut, der ist nie da gewesen vorher. Das kann ich bestätigen. Ja? Danke. Und wir haben plötzlich Krankheiten wieder da, die in Europa schon längst ausgemerzt waren. Also ich selbst, wie gesagt, also ich, wenn ich das kann, wenn ich nicht in Berlin bin, gehe ich gerne auch mal in die Schule, hole meinen Sohn ab und so. Wie oft habe ich da schon so Aushang gesehen? Oh, jetzt wieder Krätze oder jetzt irgendwie Läuse oder sowas. Krätze, ja. Ja, und jetzt sogar Tuberkulose und so. Also das sind alles Sachen, die schon in Europa längst weg waren. Und jetzt müssen wir uns damit rumplagen. Und das können Sie ja auch nachschlagen. Es ist das erste Mal, ich weiß nicht in wie vielen Jahren, dass unsere Krankenkassen einen Verlust eingefahren haben. 1 Milliarde Verlust. Ja, warum wohl? Wenn Sie 2 Millionen Menschen Gesundheitsleistungen zur Verfügung stellen, die aber keine Beiträge zahlen, ja, dann kommen Sie halt zu einem Verlust. Und das wird nicht zugegeben. Ja? Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, Schulwesen, Bildungssystem, von den Kindergärten angefangen. Wieder dasselbe. Und da sind wir noch in Bayern noch einigermaßen ein bisschen besser dran, als die SPD-geführten Länder, die richtig massiv auf diese sogenannte Inklusion drängen, die die Migrantenkinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse in ganz normale Klassen hineinpferchen und überhaupt keine Rücksicht darauf nehmen, dass natürlich das Niveau der ganzen Klassen dadurch sinkt, weil man dann immer Rücksicht auf die Schwächsten, auf die Langsamsten nehmen muss. Und ich weiß das, kann ich Ihnen selbst sagen, ich habe es selbst erlebt, in meinem Deutschkurs damals hatten wir 2 Iraker, die waren Analphabeten. Ja? Sonst waren da Leute aus der Tschechoslowakei, aus Polen, Russland, keine Ahnung, Italiener. Und wir haben alle irgendwie Dativ, Akkusativ ganz normal gelernt und die Lehrerin hat es auch erklärt und so. Und die 2 saßen da wie Ochse vom Berg und haben nichts verstanden. Und dann hat sie immer gesagt, ja, jetzt versteht ihr das? Und sie so, nein. Und dann hat sie es wie... Und wir haben dann alle warten müssen, bis die das kapiert haben. Und das war wirklich ewig. Und ich habe dann immer gesagt, ja, da gehe ich gar nicht mehr hin, weil das keinen Sinn macht. Weil wir dann nach 5 Wochen immer noch Dativ, Akkusativ machen. Ja? Und so ähnlich ist das jetzt in unserem Schulsystem. Und da rede ich noch gar nicht über die Überlastung. Und schon gar nicht auch wiederum über den Aggressionsgrad, über die Übergriffe auf deutsche Schüler. Wir haben viele Schulen, wo deutsche Kinder schon in Minderheit sind in den Klassen, ja, je nach Region. Also das sind natürlich Probleme, die uns auf der kommunalen Ebene beschäftigen. Dritter Punkt, gestiegene Kriminalität. Ich will das ja gar nicht mehr wiederholen. Ich war neulich in Augsburg, das ist ja gar nicht so weit her. Ist der Feuerwehrmann da auf dem Marktplatz zusammengeschlagen worden zu Tode. Da haben wir die Mahnwache gehalten von jemandem, der 3 Staatsbürgerschaften hatte. Nicht? Also muss man ja nicht viel mehr dazu erzählen. Und ich fand das nur besonders beschämend, dass dann die Antifa selbst unseren Kranz geschändet hat. Ja? Wo wir explizit, da waren die ganzen Kameras, da war damals, als ich da war Sat.1 und noch ein Fernsehteam da und die wollten unbedingt irgendwelche Statements. Ich habe gesagt, nein, wir sind hier nicht, um das zu instrumentalisieren. Wir sind nicht hier, um irgendwie Politik zu machen. Wir wollen diesen Menschen gedenken. Wir legen hier nur den Kranz nieder, dann schweigen wir und dann kehren wir weg. Das heißt, die haben kein Statement gekriegt. Ich habe gesagt, wenn Sie wollen, Sie können morgen in den Landtag fahren. Da sind meine Kollegen vom Landtag, die werden Ihnen dazu was sagen. Aber jetzt nicht. Und die Antifa, die ist so pervers, die haben das sofort missbraucht, die haben den Kranz geschändet, die haben uns da weggeschubst und so. Also es ist wirklich unmöglich, absolut pietätslos, also unter alle Sau, das kann ich nicht anders sagen. So. Ja, bitte. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie von der Polizei beschimpft waren? Weil die haben doch zu Ihnen gesagt, Sie sollen da weggehen. Und Sie haben gesagt, ich gehe jetzt nicht weg. Also das war doch ein Video drin. Ja, Sie haben das Video gesehen. 200.000 Menschen, andere Menschen auch. Das hat schon eine Runde gemacht. Ich würde es mal so sagen. Die Polizei hat die haben ein bestimmtes Vorgehen antrainiert.
das da heißt deeskalieren, ja, erstmal die vermeintlichen Streithähne auseinanderbringen und dann versuchen, das mal alles ein bisschen in Ruhe zu bringen. Und deswegen sind die auch dazwischen gegangen und haben auch die Leute, die mich geschubst haben, erstmal weggebracht und sie haben versucht, auch mich wegzubringen. Ja. Jetzt habe ich das aber in dem Moment nicht eingesehen, weil ich gesagt habe, warum soll ich hier weggehen? Ich verhalte mich absolut regelkonform, ich bin völlig ruhig, ich mache hier nichts Böses. Das sind die Leute, die mich schubsen, kümmern Sie sich um die. Das hat wiederum die Polizei nicht eingesehen, weil sie da in diesem Modus war, jetzt gehen Sie. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, wir können es auch mal anders machen, dann zeigen Sie mir Ihren Personalausweis und dann schalten wir eine Stufe höher. Und dann habe ich gesagt, komm, dann ist alles in Ordnung. Ich habe gesehen, dass sie die Täter erfasst haben, dass sie die Personalien aufgenommen haben, dann war auch alles gut. Also die Antwort wäre, ja, ich finde, die Polizei verhält sich uns gegenüber meistens sehr fair. Es muss man auch sagen, wir haben als AfD überproportional viele Fans und viele Wähler bei jedem, der eine Uniform trägt. Egal ob Bundeswehrsoldaten, Polizisten, Feuerwehrleute, Sanitäter, die Leute, die an der täglichen Front sind, die die Probleme erleben, die wissen ganz genau, dass wir Recht haben und deswegen sind die auch bei uns mit dem Herzen. Schlimmer ist das, schwieriger wird das mit der politischen Führung. Weil jede dieser Organisationen hat ja eine hierarchische Struktur und da oben sitzen halt irgendwelche Leute, die sind dann politisch reingesetzt. Das heißt, selbst die Polizei hat dann jemanden in Bayern, ist der halt mit einem CSU-Parteibuch und in Nordrhein-Westfalen hat er halt ein SPD-Parteibuch und die entscheiden dann halt politisch. Ja. Und das ist dann problematisch. Und dann kommt es auch mal zu Benachteiligungen von uns. Die Benachteiligung, die wir oft erleben, ist bei Kundgebungen, bei Veranstaltungen. Sie sehen das ja, man kann die Gegendemonstration so oder so handhaben. Also das ist ein gravierender Unterschied. Also man kann die Leute auf die ganz andere Straßenseite hinter irgendwelche Gatter stellen, sodass sie den Zugang nicht stören. Oder man kann sie extra irgendwie an uns ranlassen, dass man sein eigenes Wort nicht hört. Oder man kann die sogar so nah lassen, so, das hatten wir zum Beispiel beim Wahlkampfauftakt in München, dann haben sie die Gatter so hingestellt, dass man da quasi durch so einen Antifa-Pulk gehen musste, ja. Klare Einschüchterung, so damit die Menschen sich nicht trauen, darüber hinzugehen. Ja. Also das passiert leider auch. Ja. Naja, und letzter Punkt, Infrastruktur und vor allem Wohnraum. Ja, das hatte ich erlebt im Jetzt red ich, ja, die Sendung im Bayerischen Rundfunk, kennen Sie ja alle. Format ist, dass da angeblich normale Bürger sitzen und die fragen dann spontan irgendwas. In Wahrheit ist das so, die treffen sich schon einen Abend vorher und da wird von der Redaktion ausgesucht, wer was fragt. Und lustigerweise war da jemand von uns und hat mich dann angerufen und gesagt, Herr Bistron, die wollen Sie in die Pfanne hauen und das sind irgendwelche SPDler und so und werden dies und jenes fragen. Und dann fragte tatsächlich einer, sagt so, ja, wir hier bei uns im Hof ist jetzt, wir haben hier Wohnungsmangel und wie wollen Sie das beheben? Und aber antworten Sie nicht wieder mit Migranten. Ja? Ich sage, das ist ja lustig, wenn Sie ein Problem beheben wollen, ohne dass man über die Ursache sprechen darf. Aber okay, ich erkläre Ihnen das auf einem allgemeinen Niveau. Ja? Und wenn Sie einen Markt haben, und der funktioniert mit Angebot und Nachfrage. Ja? Ist egal, was für ein Markt. Und Sie pushen in diesen Markt 2 Millionen zusätzliche Nachfrager. Ja, dann steigt die Nachfrage. Und mit der Nachfrage steigt automatisch auch der Preis. Weil das Gut, was danach gefragt wird, wird knapper. Ja? Das ist Volkswirtschaft erstes Semester. Ja? Das ist vielleicht sogar 10. Klasse hier irgendwie. Ja? Das ist for Dummies. Ja? Das ist ganz einfach. So, da muss ich nicht darüber reden, dass Sie hier jetzt, ich weiß nicht, wie viele 100.000 Migranten zugeteilt bekommen und die müssen irgendwo untergebracht werden. Natürlich ist dann der Wohnraum knapper und dadurch wird er teurer. Das ist das eine. Und wenn wir auch über die nicht sprechen, dann sage ich Ihnen noch den makroökonomischen Umriss. Diese Bundesregierung, die auch für die Migranten verantwortlich ist, dass sie da sind, die hat ein paar Jahre vorher
den totalen Wahnsinn zugestimmt im Euro. Wir haben hier jetzt eine Währung, die Deckung ist ja nicht mehr existent. Wir leben in so einer Blase, wir haben so eine große Geldmenge, dass jeder, der ein bisschen Grips hat, versucht aus dieser Währung sich zu flüchten in irgendwelche Sachwerte. Und deswegen haben wir mehrere Blasen. Wir haben vor allem eine Immobilienblase, weil Menschen versuchen, dieses wertlose Geld umzutauschen in etwas Wertvolles und kaufen sich Immobilien. Die kaufen sich nicht nur Immobilien, wir haben die gleiche Blase bei Oldtimern, bei Kunstwerken, bei allen Sachwerten, die es gibt. Ja? So, und jetzt treffen sich diese zwei Sachen, also gestiegene Preise auf einem überhitzten Immobilienmarkt und dazu auch noch verstärkte Nachfrage durch mehr Menschen. Ja, klar, steigen dann die Preise hier bei Ihnen in der Kommune auch. Ja? So. Und das sind die Auswirkungen der Merkel-Politik der letzten Jahre, auch auf die kommunale Ebene. Und natürlich hat die Migration oder die Merkel-Regierung uns zugefügt hat mit der illegalen Grenzöffnung zugefügt, natürlich hat das damit zu tun. Und ich möchte das hier, ich habe das schon damals in Nördlingen gesagt, ich möchte das nochmal sagen, weil mir das wichtig ist. Wir kritisieren ja nie die Migranten dafür, was sie tun, ja, dass sie zu uns kommen. Das ist aus deren Sicht das Intelligenteste, was sie machen können. Nicht? Wenn jemand ihnen anbietet, du kannst nach Deutschland kommen, du brauchst dafür nicht mal einen Pass und du kriegst da die höchste soziale Absicherung in ganz Europa, dann kommen die halt. Das ist nicht deren Schuld. Schuld ist die Bundesregierung, dass sie das überhaupt ermöglicht. Ja? Und das kritisieren wir als AfD. Es ist ganz eindeutig, wir haben schon damals, schon 2015, wir hatten die Gesetze, aufgrund deren wir die Leute aufhalten hätten können. Wir haben die bis heute, die sind alle gültig, die müssen nur vollstreckt werden. Wir haben alle Möglichkeiten, das alles innerhalb von wenigen Wochen rückgängig zu machen. Und das zeigt sich eben an. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, wir sind hier eine Insel, eine Irrenanstalt mitten in Europa. Das zeigt sich an Österreich, ein gutes Beispiel. Da gab es nur wenige Monate eine wunderbare, die beste Regierung seit dem Zweiten Weltkrieg. Schwarz-Blau, Kickl, Innenminister, zack, zack, durchregiert. Ja, haben aus Willkommenszentren wieder Abschiebezentren gemacht und. Hat funktioniert. Italiener, zweites Beispiel, Salvini, Innenminister in Italien. Auch perfekt, innerhalb weniger Wochen. Das, was uns die ganze Zeit erzählt wurde, ja, wir müssen die Menschen im Mittelmeer retten, die würden sonst ertrinken und so. Völliger Blödsinn, völliger Blödsinn. Die Menschen sind nicht dumm, die sind gar nicht in diese Gummischlauchboote eingestiegen und haben sich gedacht, ja, ich kann mit so einem Gummischlauchboot 400 Kilometer nach Italien fahren. Die wussten ganz genau, da ist 10 Kilometer von der Küste ist dann ein Schiff und die holen mich dann ab und die bringen mich nach Europa. Das ist dieser Pull-Faktor. Und die Italiener haben gesagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt nehmen wir die nicht mehr in die Häfen und wir ziehen auch diese Schiffe aus der Aktion Sophia, die von der EU organisiert war. Also die haben es einfach beendet und seitdem ist die Zahl der ertrunkenen Menschen im Mittelmeer dramatisch gesunken. Natürlich, weil die dann nicht mehr hingehen, ja. Und das heißt, man sieht, es geht sehr schnell. Und das ist jetzt ganz wichtig. Das sehen natürlich auch die Globalisten. Und deswegen haben die Regierung in Österreich mit völlig illegalen Methoden abgeschossen. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Da wurde eine gut funktionierende Regierung mit Hilfe von einer Affäre mit deutschen Medien, das war die Süddeutsche und das war der Spiegel, die das veröffentlicht haben, mit einem illegal aufgenommenen Video, 2 Jahre alten Video, wurde ein Skandal produziert, sodass der Strache zurücktreten musste. Und in Italien, gut, da hat Salvini gepokert, ja, und wurde erstmal ausgetrickst, ja, ist die Regierung jetzt aber auch weg. Ja. Und das muss man auch sehen, überall
wo unsere Leute, also mit unsere meine ich die Anti-Establishment-Kräfte. Wir haben mittlerweile in der ganzen Welt nicht mehr diese Links-Rechts-Kämpfe. Wir haben eigentlich einen Kampf unten gegen oben. Die normalen Menschen gegen das Establishment, vor allem gegen das globalistische Establishment. Ja? Wir haben das in den USA. Der Trump ist ein Anti-Establishment-Guy. Ja? Der vertritt die einfachen Amerikaner gegen diese Klicken, die sich da jahrzehntelang bereichert haben. Dasselbe in England, dass da als schauen Sie, was ist bei Brexit passiert? Da gab es eine, das ist ein Volksentscheid, das demokratischste, was es geben kann. Da haben sich die Engländer in einer geheimen, freien Wahl bei einem Volksentscheid dafür entschieden, wir wollen diese blöde, bürokratische, von Brüssel gesteuerte EU verlassen. Vor 6 Jahren? 3. 3, okay. Egal. Ja. Und was ist passiert? Da wird immer mit den gleichen Mitteln gearbeitet. Die Wahl ist noch nicht mal abgeschlossen. Das war bei Trump genauso wie bei Brexit. Da fangen die schon an zu sagen, ob diese Wahl überhaupt legitim ist. Bei Trump haben sie gesagt, eigentlich hat die nicht die Mehrheit der Amerikaner gewählt, weil wenn man das so auszählt, das Wahlsystem ist so, eigentlich waren 2 mehr für Hillary Clinton und so. In England hieß es wieder, die ganzen jungen Menschen, deren Zukunft betroffen ist, die waren am Strand, weil schönes Wetter war, gewählt haben nur die dummen, alten, verblödeten, ja. Und auch vor allem von Putin manipulierten. Ja. Also es wird die Legitimität der Wahl in den Dreck gezogen und im Nachgang werden die Gewinner diskreditiert. Sie werden mit Gerichtsprozessen überzogen. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Prozesse Trump hatte. Man hat versucht, ihm diese Sexaffäre mit dieser Pornodarstellerin anzuhängen. Ja, dann hat man ihn verklagt, man hat versucht, ihm irgendwie Russland-Affäre ans Bein zu binden und. Bei Boris Johnson, jetzt wo sie gesehen haben, jetzt klappt das nicht mit diesen Horrorszenarien von Brexit. Also 3 Jahre lang hat man in England den Engländern erzählt, wenn es den Brexit gibt, dann wird es keine Medikamente hier auf der Insel geben und alles bricht zusammen und Orangen aus Spanien kommen nicht mehr durch die Zollschranken und keine Ahnung was, ja. Und die Engländer haben trotzdem gesagt, ist uns scheißegal, wir wollen hier raus aus der EU. Und als sie sich abgezeichnet hat, der Johnson kann das durchkämpfen, dann haben die auch wieder angefangen, ihn zu diffamieren. Dann hat er plötzlich aus dem Nichts 3 Skandale am Bein gehabt. Ja, dass er vor 10 Jahren angeblich eine Mitarbeiterin irgendwie an den Schenkel gefasst hat. Ja. Und einen zweiten, dass er irgendeiner anderen Freundin 10.000 Euro zugespielt hat, als er Bürgermeister von London war und dann noch irgendwas. Also, es wird immer mit den gleichen Methoden gearbeitet, damit die Anti-Establishment-Kräfte nicht an die Macht kommen, damit wir die Macht nicht übernehmen. Und damit müssen Sie auch rechnen. Das ist mit uns dasselbe. Diese Diffamierungskampagnen, die arbeiten nach dem gleichen Muster. Ja? Aber, und das ist die gute Nachricht, schauen Sie, trotz dieser Diffamierungen, gewinnen wir überall. Die blauen Parteien, die sind überall auf dem Vormarsch. Wir sind schon in vielen europäischen Ländern an der Regierung. Wir gewinnen immer mehr an Zuspruch und die externen Faktoren, die spielen uns in die Hände, weil diese EU, so wie sie ist, die wird nicht zusammenhalten. Eine EU, die mit solchen Methoden arbeitet, wie in Frankreich, wie in den Niederlanden, dass man eine Volksbefragung macht, wollen sie eine Verfassung, die Menschen stimmen dafür, dass sie die nicht wollen und man ignoriert das einfach mal. Ja? Oder wie in Irland, dass man sagt, wollen sie dem Euro beitreten und die Menschen stimmen mit Nein und dann lässt man sie nochmal und nochmal abstimmen, bis das gewünschte Ergebnis kommt. Ja? So eine EU kann sich nicht halten und einer der 3 Nettozahler ist jetzt gerade ausgetreten. Die Engländer haben gesagt, so, wir wollen diese Titanic, dieses sinkende Schiff, das verlassen wir einfach und die sind jetzt raus. Und wenn das jetzt nicht ein Knall ist, bei dem die EU sagt, so, wir reformieren jetzt mal, dann führt das unweigerlich zum Niedergang dieser EU. Und ich sehe überhaupt keine Anstalten
in Brüssel, dass da jemand irgendwas, dass man da was da reformieren will. Im Gegenteil, also die Titanic fährt immer weiter und dann sowieso die Musik spielt, nicht? Und man spinnt solche Fantasien von wegen noch EU-Erweiterung, nicht? Man will jetzt Albanien, Mazedonien, Kosovo und ähnliches aufnehmen, ja? Womöglich sogar die Türkei. Das ist auch klar, ich sage das jetzt hier gerne nochmal, die AfD ist ganz klar dagegen, dass wir diese Länder aufnehmen. Wir sind gegen die Aufnahme der Türkei, also nur über meine Leiche. Ja? Dankeschön. Was verbinden Sie mit dem Begriff Bürger? Ja, das kriegen wir schon auseinander. Schauen Sie, bürgerlich ist für mich erstmal etwas gegen links. Das ist das, was die CDU jahrzehntelang vertreten hat. Das ist auch das, was in Europa die Mitte-Rechts-Parteien vertreten. Dass man sagt, wir stehen für unsere Heimat. Das ist bürgerlich. Ja? Wir stehen für eine traditionelle Familie. Das ist bürgerlich. Dass die Familie aus Vater, Mutter und Kind besteht. Das ist bürgerlich. Ja? Also diese Art von Bürgerlichkeit. Und das Establishment, da kann es natürlich auch Schnittmengen geben. Und früher war das Establishment auch gut bürgerlich oder großbürgerlich sogar. Ja, natürlich. Genau. Ja, Sie argumentieren so ein bisschen aus 68er Linke, ja, die gesagt haben, wir sind gegen das Establishment, gegen die Altbürgerlichen und so. Aber wir haben eine neue Entwicklung und wirklich global, dass das Establishment ist ein globales und globalistisches Establishment. Und in meinen Augen zeichnet sich das durch eine absolut antidemokratische Haltung aus. Ich sage Ihnen warum. Den einen Aspekt habe ich schon angeschnitten. Diese Leute missachten die grundlegendste Regel der Demokratie. Demokratie ist nicht nur Herrschaft des Volkes, so, das ist so die allgemeine Definition, aber Demokratie macht aus, dass man Wahlen abhält, dass man sagt, wir schlagen uns nicht die Köpfe ein oder sowas, sondern wir organisieren unser Gemeinleben mit Hilfe von Wahlen. Und bei diesen Wahlen erkennt die unterlegene Minderheit, dass die Mehrheit dann regiert, eine bestimmte Zeit lang. Und egal, selbst wenn es 51-49 ausgeht, der Konsens ist, die 49% halten dann mal die 4 Jahre die Klappe und lassen die 51% machen. Und danach wählen wir nochmal und vielleicht kommen wir dann wieder dran. Und die Globalisten, die missachten das auf schäbigste Art und Weise. Und ich habe es beschrieben. Verstehen Sie? Die EU, das sind globalistische Eliten. Die lassen mal Volksentscheide machen. Und wenn die Leute anders entscheiden, als sie sich das wünschen, dann ignorieren die das. Wo war das? In Frankreich, in den Niederlanden. Da war das so. Da haben die Volksentscheid gemacht, ob sie eine EU-Verfassung wollen. Die Leute haben gesagt, nein, wir wollen keine EU-Verfassung. Es wurde trotzdem gemacht, es wurde dann nicht mehr EU-Verfassung genannt, aber es kam. In Irland gab es einen Volksentscheid, wollen wir dem Euro beitreten. Haben wir denn eine EU? Die Leute, ja, selbstverständlich, ja klar, die heißt noch nicht mehr. Wie heißt sie denn? Na, Lissabonner Vertrag. Das ist eine Verfassung, der Lissabonner Vertrag. Also müssen wir einen Faktencheck machen, glaube ich. Ja, machen Sie einen Faktencheck, ja. Ach so, wenn ich eine Klapperschlange nicht mehr Klapperschlange nenne, sondern Schlangerklapper, dann ja, ist nicht mehr die... Dasselbe ist in Irland, da wurde abgestimmt, wollen wir den Euro? Die Iren haben Nein gesagt. Ich glaube sogar zweimal, also man hat sie öfters abstimmen lassen. Und die Prozesse sind... In anderen Ländern hat man die lieber gar nicht mehr abstimmen lassen. Ja? Und beim Brexit war das ähnlich. Man hat 3 Jahre lang versucht, das hinauszuzögern, vielleicht nochmal das zu diskreditieren, vielleicht noch eine neue Abstimmung herbeizuführen. Das nicht, hat Gott sei Dank nicht geklappt. Bei Trump genauso. Man versucht, seine Wahl als illegitim erscheinen zu lassen und man greift ihn sofort an. Also diese Leute akzeptieren einfach nicht die Entscheidung der Mehrheit, sie akzeptieren nicht, dass sie unterlegen sind und machen einfach weiter. Ja? Und das ist für mich, das sind die Eliten und das ist in meinem Sinne sicher nicht bürgerlich, nicht gut bürgerlich. Ja? Ja, ich